Dieses Thema der neuen Eigenmittel treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Denn mit diesem neuen Finanzierungsplan beschleunigen Sie noch auf dem vor einigen Jahren falsch eingeschlagenen Weg in die Knechtschaft. Seit Sie vor 3 Jahren das System der neuen Eigenmittel in das Gesamtpaket aus Next Generation EU, 7-Jahresplan und Rule of Law Mechanism gepackt und die Vetos von Polen und Ungarn auf wundersame Weise aus dem Weg geräumt haben, seitdem ist klar, was Sie wollen. Sie wollen eine neue EU. Eine EU, die anders als in den Verträgen vorgesehen weitgehend unabhängig ist von den Mitgliedstaaten, wo es kein Veto mehr gibt und wo die Kommission Schulden machen und schalten und walten kann, wie sie will. Aber meine Damen und Herren, haben Sie auch die Bürger gefragt, was die wollen? Und da kann ich Ihnen sagen, die wollen keinen EU-Superstaat, nicht einmal die braven Deutschen. Und wenn die Bürger wüssten, was sie alles an neuen Eigenmitteln und sonstigen Grausamkeiten planen und welche Belastungen auf sie zukommen, dann würden sie in den nächsten Wahlen hinweggefegt. Dann würden sie keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Und da die Bürger aber dank der Kontrolle der Mainstream-Medien nichts davon erfahren werden, sage ich Ihnen voraus, dass spätestens, wenn den Deutschen das Geld ausgeht und wenn Sie die bankrotte Ukraine in die EU aufnehmen, dann viele Mitgliedstaaten das Schiff verlassen werden. Stoppen wir den Weg in die Knechtschaft, damit Ihr werter Landsmann, Herr Hayek, weiter ruhig schlafen kann. Vielen Dank.